Brutales Familiendrama in Hamburg. Im Ortsteil Neuwiedental soll am Montagabend ein Vater seiner zweijährigen Tochter die Kehle durchgeschnitten haben. Die Mutter war während der Tat nicht zu Hause, sondern auf dem Weg zur Polizei, um ihren Mann wegen einer Bedrohungslage anzuzeigen. Beamte entdeckten das tote Kind dann abends in einem Mehrfamilienhaus. Von Vater Sohail A. ist seitdem keine Spur zu finden. Zielfahnder des LKA versuchen seitdem, die Fährte des Mannes aufzunehmen. Bis jetzt offenbar ohne Erfolg. Über diesen Fall spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan-Henrik Dobers. Jan-Henrik, was wissen wir denn über den mutmaßlichen Täter Sohail A.? Ja, hallo Miriam aus Hamburg. Sohail A. ist 33 Jahre, ein Pakistani, der seit 2002 in Deutschland ist. Er ist dort als Flüchtling in Hessen. Zuerst in eine Erstaufnahmeeinrichtung als Flüchtling gekommen, ist dann von dort zu seinem Bruder nach Darmstadt gezogen und kam schließlich 2016 hier nach Hamburg. Dieser Mann, wir haben uns jetzt fast zwei Tage schon mit ihm beschäftigt, ist eigentlich in dem Sinne ein Phantom. Ein Mann, der total zurückgezogen lebte, seiner Familie auch auferlegte, im Verborgenen zu bleiben. Die Kinder durften hier hinter mir in dem Gebäude, wo auch an der Eingangstür immer wieder Kerzen angezündet werden, durften kaum raus. Er war sehr streng, vor allem zu einem nicht ehelichen Sohn. Und es zeichnet sich ein Bild, das noch niemand so wirklich nachvollziehen kann. Ich habe vorhin mit der Oberstaatsanwältin hier in Hamburg telefoniert. Sie hatte mir auch gesagt, dass gegen ihn zwei Verfahren laufen bei der Staatsanwaltschaft. Einmal wegen Bedrohung seiner Familie bzw. der Familie seiner Frau und wegen Körperverletzung gegen den nicht-ehelichen Sohn. Also es ist auf jeden Fall kein unbescholtenes Blatt gewesen bis zu dieser Tat. Genau, wie wir wissen, hat die Mutter ja auch im Vorhinein, also vor dieser Tat, schon bereits zweimal Anzeige erstattet. Warum haben die Beamten denn so spät bzw. zu spät gehandelt? Ja, also man fragt sich natürlich, wie in den vielen Fällen zuvor, die es bei Kindesmisshandlungen auch gab, warum in diesen Fällen das immer alles so langwierig ist und vor allem, ja, warum nicht schneller gehandelt wird. Wie ich schon gesagt hatte, genau, es gab Anzeigen und es gibt auch eine lange Behördenakte, was sein Asylverfahren angeht. Das hätte schon längst abgeschlossen sein sollen, denn der Mann, der hier in Deutschland seit Ende 2011 lebt, hätte schon längst abgeschoben werden müssen. Er lebte in Deutschland bis jetzt unter einer Duldung, also er war geduldet. Und nur die Behörden sind dem Ganzen bis jetzt noch nicht habhaft geworden, weil der Rechtsweg ihm noch offen war und er hat immer Widerspruch eingelegt. Ein Richter verfügte im Juni erst, dass dieser Mann noch bleiben darf und das Asylverfahren bzw. die Abschiebung noch nicht stattfinden darf. Begründung dabei: dass es ja hier sich um eine Familie handele und man da nicht so einfach eingreifen kann. Fakt ist, dieser Mann ist immer noch auf der Flucht und nun steht natürlich auch fest, dass nach dieser Tat von keiner Familienzuführung, Zusammenführung mehr gesprochen werden kann. Und wenn man diesen Täter schnappt, dann wird es auch irgendwann nach Pakistan zurückgehen für ihn. Ja, Sohail A. ist also auf der Flucht. Wie wird denn jetzt aktuell nach ihm gefahndet und warum gibt es eigentlich keine Öffentlichkeitsfahndung? Dass hier keine Öffentlichkeitsfahndung unternommen wird, das fragt sich natürlich der normale Bürger berechtigterweise. Ein Mann, der ein schweres Kapitalverbrechen, ein Mord, weswegen ja auch ermittelt wird von der Staatsanwaltschaft, hier begangen hat. Die Oberstaatsanwältin sagt, dass zwei Voraussetzungen gegeben sein müssen. Das ist einmal, also für diese Öffentlichkeitsfahndung, das ist einmal, dass eine erhebliche Straftat vorliegt, ja,
Das ist ein Kapitalverbrechen. Auf Mord stehen bis zu 15 Jahre, also lebenslänglich. Und als zweite Voraussetzung, und das ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall noch nicht gegeben, sind noch nicht alle Ermittlungsschritte ausgeschöpft worden. Das bedeutet, dass die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt sich noch Maßnahmen erhoffen, um diesen Mann ergreifen zu können. Es ist auch ein bisschen ungewiss, in welchem Radius sich dieser Mann bewegt. Also für uns Journalisten auf jeden Fall. Er hat sich am Ende, beziehungsweise die letzte Spur hieß es hier am Hauptbahnhof in Hamburg gewesen. Von dort verliert sich die Spur. Und ja, er könnte sich natürlich auch ins Ausland abgesetzt haben oder es gibt ja viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, um das zusammenzufassen, gibt es aus Sicht der Ermittler noch Möglichkeiten, diesen Täter zu ergreifen. Und deswegen kann die Öffentlichkeit oder darf sie in dem Fall noch nicht hier mitwirken. Also die Ermittler möchten das noch intern regeln. Vielen Dank, Jan-Henrik Dobers, zum Familiendrama in Hamburg.